Yo Leute, oder auch Yo Leute auf dem Witwoll-Kanal. Und zwar habe ich heute das kleine Witwoll-Interview. Das sind verschiedene Fragen und ich glaube, das könnte euch auch ein bisschen interessieren. Nicht nur die Witwoll-Leute, sondern auch meine Community. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich anfange. Die erste Frage ist, wie kamst du dazu, mit YouTube anzufangen? Ich weiß es nicht. Es ist so, ich mag es eigentlich, Sachen zu kommentieren. Auch wenn ich so in den YouTube-Videos gar nicht so gut kommentiere, finde ich. Wenn ich das selbst mache, dann... Also alleine, dann kann ich das viel besser. Dann kann ich das flüssig sagen, dann kann ich flüssig reden und so weiter. Ja, eigentlich wegen dem Kommentieren, nicht wegen dem Fame oder sonst was. Eigentlich wegen dem Kommentieren und ein bisschen den Leuten erzählen und so weiter. Was war dein erstes YouTube-Video? Das war auf meinem ganz, ganz, ganz alten Kanal, TheAkantor26. Das war ein kleines Minecraft-Let's Play. Leider kann ich das jetzt nicht einblenden, da ich ja die Daten nicht mehr habe und... ne. Ist ein bisschen peinlich mit meiner Stimme, aber ja, tut mir leid. Welche YouTuber schaust du dir zurzeit an? Im Moment schaue ich eigentlich nur Unge, die Real-Life-Videos an, Julian Bam, Cheng und... Ja, das war's eigentlich. Und Gronkh, ein bisschen City Skylines, aber sonst war's es von meinen 600 Abonnenten, was ich habe. Also ich habe 600 Leute abonniert und dann schaue ich 3-4 Leute davon an. Ich schaue nicht so gerne eigentlich Let's Plays an. Ich abonniere die Leute eigentlich nur, um die zu unterstützen. Ich schaue grundsätzlich eigentlich lieber so Real-Life-Videos an, so Vlogs und so weiter. Also die sind schon gechillt ein bisschen. Wie hast du deine Videos am Anfang aufgenommen? Mit welchem Programm oder was? ja, natürlich auch mit Fraps. Habe ich damals schon aufgenommen, nur jetzt nehme ich meine Stimme noch mit Audacity auf und kann die dann nachbearbeiten, was ich damals dann nicht gemacht habe, und dann habe ich gerauscht ohne Ende. Was war dein schönster Moment auf YouTube? Als ich die 1000 Abonnenten geknappt habe, das weiß ich. Welchen YouTuber würdest du gerne einmal persönlich treffen? Ich habe ja die ganzen Unge, Chu, Cheng und Dena schon alle getroffen, aber ich glaube, ich würde am liebsten nochmal Unge oder Chu treffen, also das wäre schon chillig. Was würdest du auf YouTube verändern? Nichts. Also, ich finde YouTube so schon gut. Was ich verändern würde, vielleicht die Gamer komplett weg, weil manche Musik kotzt mich echt an und die ganzen... Ich kann viel Musik nicht anhören, weil es in einem anderen Land ist oder halt, weil es in Deutschland nicht verfügbar ist, und das ist ein bisschen scheiße. Was ist dein Ziel auf YouTube? Mein Ziel auf YouTube? Ich habe kein wirkliches Ziel, also ich mache ja YouTube nur aus Spaß und somit habe ich eigentlich kein wirkliches Ziel. Ich bekomme meine Abonnenten, klar, das freut mich immer wieder, wenn ich mehr Abonnenten bekomme, aber ein Ziel auf YouTube... Naja, ne, klar, bisschen größer zu werden, aber ein genaues Ziel, ich mache ja YouTube aus Spaß und Hobby und so, also, ne, was würdest du bei 1 Million Abonnenten machen? Das ist eine harte Frage, das dauert locker 3 Jahre, bis ich 1 Million habe, aber ich schätze, ja, was soll ich da machen, ein 1 Million Abonnenten Special und in drei Teilen, vielleicht ein paar Game Keys von den neuesten Spielen da. Ich weiß es nicht, ich weiß es ganz ehrlich nicht, das muss ich mir dann überlegen, wenn ich es wirklich erreiche. Wie wird sich YouTube in den nächsten Jahren deiner Meinung nach verändern? Das ist eine schwere Frage, das ist echt eine schwere Frage. Ich schätze, ja, schätzen ist schwer, aber ich weiß es nicht, Vielleicht wird es YouTube in den nächsten Jahren gar nicht mehr geben. Das kann alles sein. Vielleicht wird es wieder zu Mainstream und dann schalten weniger an. Also, dass es einfach User verliert, dass dann alle YouTuber untergehen und so weiter, weil es einfach wieder langweilig wird, weil jeder der gleiche Shit macht.
kann natürlich alles sein, also man weiß es nicht und ich kann dazu echt nichts sagen. Und yo, ich habe mir dann noch drei schöne Fragen aus der Community rausgesucht, die so an sich am meisten gefragt werden. Und das wäre die erste Frage. Wohnst du in Bayern? Ja, wohne ich. Das wissen eigentlich schon relativ viele, dass ich in Bayern wohne, aber ich sag nicht mehr. Die nächste Frage wäre, wo auch relativ oft kommt, Lust mal zu reden oder zu zocken? Klar, ich, klar, TS und so weiter. Ich bin oft auf TS wie Revade, Lightning, ab und zu mal Witwall, ja, wo bin ich noch? Angerannt TS, Ryzex TS. Bin ich ab und zu in öffentlichen Channel einfach reinkommen, ansprechen, und yo. Und jetzt die wirklich die meistgefragte Frage. Pfoff. Was ist, auf welchem Pfoff spiele ich? Ich hab bis vor kurzem auf einem normalen Quake Pro gespielt. Also es sah anscheinend nicht so wie Quake Pro aus. Also es war Quake Pro. Aber ich habe es ein bisschen erhöht auf 1,1, also nicht viel, aber ich habe es erhöht. Ich finde es ein bisschen besser, finde ich. Und jo. Gut, dann was mit den ganzen Fragen. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis im nächsten Video. Ciao, Leute. Beziehungsweise auf die Witwer-Leute. Ciao, Leute.